Jo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und heute machen wir mal mit Dean ein ganz spezielles Video, nämlich wir spielen hier jetzt eine ganz spezielle Runde und diese Runde, wir sind gerade schon im Gameplay, erfährt ihr ganz ganz viele Infos über Season 4, über die Trailer, über die Leaks, über die Teaser und wir fangen auch schon direkt an, denn um was wird es eigentlich gehen in Season 4? Hauptsächlich wird es um Chrom gehen, habt ihr eh schon anhand von dem Teaserbild, was heute rausgekommen ist in Fortnite, gesehen. Also Chrom übernimmt die Season. Mal schauen, ich lasse mich überraschen. Mehr weiß man zu Chrom leider noch nicht. Man weiß aber auch, dass es ein Live-Event geben wird in Season 4, also sehr, sehr nice. Was halt dann im Kontext mit Chrom gemacht wird. Genau. Ego-Perspektive könnte in Season 4 im Public reinkommen. Es gab ja immer Ego-Perspektive schon im Kreativmodus. Jetzt kann das Ganze im Public auch verfügbar sein. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wäre ein bisschen an Call of Duty angelehnt mit der Ego-Perspektive und so. Wäre eigentlich recht cool, aber auch nur, wenn man so einen eigenen Modus macht mit Ego-Perspektive oder das einstellen kann, wenn man so nur Ego-Perspektive spielen kann, dann wäre das auch ein bisschen abfackel. Weil man so halt noch nie gespielt hat. Und ich will ja auch den Skin sehen, wenn ich spiele. Deswegen. Ja. Was dann noch kommen könnte, ist eben Kreativ 2.0. Wir haben ja jetzt schon, dass wir eigene Maps erstellen können und so weiter. Wenn wir in unsere eigene Map reingehen. Aber das Ganze wird dann noch detailgetreuer gemacht. Und wir können dann zum Beispiel die Lackierung unseres Autos einstellen und so weiter. Und verschiedene Sachen halt ausprobieren. Was es in Season 4 auf jeden Fall geben wird, ist ein Halloween-Modus. Den gibt es eh jedes Jahr mit Zombies und so weiter. Also das wird auch diese Season, weil es ja auch im Herbst ist und Halloween da auch wieder ist, reinkommen. Das Fahrzeug, was diese nächste Season noch reinkommen könnte, sind die Motorräder, weil das ist das einzige Fahrzeug, was noch in Fortnite eigentlich reinkommen könnte, was ein bisschen realistisch ist, dass es reinkommt. Und deswegen könnten wir nächste Season auch Motorräder erwarten. Was in einigen Seasons herum geht, ist, dass Waffenanhänger in das Spiel reinkommen. Ich glaube sogar schon seit Chapter 2. Es ist aber noch nie reingekommen. Wäre auf jeden Fall nice, wenn sie das Spiel diesmal reinmacht. Was mich auch interessieren würde, ob man sie dann vom Battle Pass bekommt oder im Item Shop kaufen muss oder man sie kostenlos bekommt. Das weiß man noch nicht. Oder ob es für jede Waffe einen eigenen Waffenanhänger gibt. Keine Ahnung, wäre auf jeden Fall cool, wenn das Ganze reinkommt. Dann auch noch zu Season 4 könnte sein, dass die Zero-Point-Story endlich abgeschlossen wird. Weil ihr wisst ja, seit Chapter 2, Season 5, haben wir den Zero-Point in Fortnite drin. Wie der Zero-Point dann so in dieser Wüstengegend in der Luft war. Wir hatten den auch schon früher, aber so richtig gesehen haben wir den Zero-Point, also ich meine jetzt gesehen im Sinne von, dass er im Spiel drin war, auf der Karte in Kapitel 2, Season 5 das erste Mal. Ja, wäre auf jeden Fall auch ganz nice. Und was auch kommen könnte in Season 4, also entweder ein eigenes Update oder nach Season 4 eine eigene Season. Best of all Season, das heißt, oder halt ein Update, wo alle Sachen von den vergangenen besten Seasons reinkommen, was die Leute richtig gefeiert haben. Wäre auf jeden Fall auch ziemlich cool. Jetzt kommen wir auch schon zu den Skin-Konzepten, was alles für neue Skins reinkommen in Season 4, beziehungsweise ein Skin-Konzept kommt sogar noch in Season 3 rein. Fangen wir mal an mit den Lady Gaga-Skins. Selbstverständlich blende ich euch immer Bilder ein, also gar keine Angst, Leute, ihr seht dann immer die Bilder zu. Lady Gaga-Skins sehen sehr, sehr cool aus, auch sehr, sehr clean und ihr wisst ja, ich mag reelle Fortnite-Skins, deswegen genau meine Skins. Wenn das reinkommt, werde ich es mir auf jeden Fall holen. Das nächste ist ein neuer Spider-Man-Skin, so ein weißer Spider-Man-Skin mit Kapuze. Ist ganz cool, weiß man noch nicht, ob es im Battle Pass erhalten ist, also sein wird oder halt dann eben im Item Shop verfügbar. Da lasse ich mich auf jeden Fall überraschen. Was noch reinkommt, ist eben ein Muskelkater-Skin, so in cooler Variante. Ist ganz okay, muss man sagen. Und was dann Season 3 noch reinkommt, oder wahrscheinlich spätestens Season 4, ist die Wolverine Pickaxe, beziehungsweise die Lackierung, die man auch vorher durch die Comics haben konnte. Die Lackierung habe ich, das Comic mit der Pickaxe habe ich mir nicht mehr geholt, weil ich mir dachte, kann ich mir das gleich eben im Shop holen, weil es im Shop im Endeffekt billiger ist. Genau. Die Trailer zeige ich euch dann ganz zum Schluss. Zuerst kommen wir noch zu ein paar nicen Story-Charakteren, die immer drin waren, denn es wurde geleakt, dass Chano und der
imaginierte Orden oder Imagine steht, ich schätze mal, Imagine heißt imaginierte Orden, in den Zero Point fallen und dann nicht mehr verfügbar werden. Also quasi aussterben und dann aus der Story verschwinden. Geno, da gibt es auch noch ein Skin-Konzept dazu, kann ich euch auch einblenden. Ist ganz okay. Ja, was in einem Trailer auch verfügbar ist und ihr nachher sehen werdet, ist ein großer Roboter, wo dann halt Jonas ja einsteigt. Und könnte dann eben auch im Season 4 Live-Event oder im Trailer vom Season 4 enthalten sein. Dann, sonst die Season 3, das Skin-Konzept, was Season 3 noch reinkommt, und zwar diesen Samstag, ist Cypher BK x Fortnite. Das Ganze wird am Samstag erscheinen. Der offizielle Beginn der Season 4 ist dann somit am Sonntag. Und ja, Leute, das somit zu den Infos. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen das Gameplay weiterlaufen lassen, solange bis die Aufnahme nicht beendet ist. Und genießt einfach noch die Musik, die ich einblende. Und ja, würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, ich mache jetzt schon Abrede, lasst mir mal gern ein Like und ein Abo da. Und für alle Neuen, es ist auch sehr wichtig, neue Abonnenten dazu bekommen. Also wenn ihr mich nicht kennt und euch denkt, ja, wer ist das? Ich mache sehr, sehr oft Videos und würde mich echt über ein Abo und ein Like freuen. Haut rein, euer Recon Trail. Ciao, ciao. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Ich bin nachts wach.
puff, puff, pass out mit der Mannschaft. Ich steig aus dem Uber, grüß mein Bruder mit einem Handschlag. Brauch keinen Schlaf mehr, weil ich träume jeden Tag, ja. Dankbar für was ist, auch noch kaputt von was mal war, ja. Ich misch Gefühle mit dem Alk und all dem anderen Scheiß. Asi nennt mich Marco, obwohl ich eigentlich ganz anders heiß. Amy here, and I just got the best ever of Course Organic Moisturizing Serum Supply Drop. Check this out.